So Freunde, heute gibt es wieder mal ein etwas anderes und spezielleres Video. Ich habe vor kurzem mal wieder alle meine Pfeifen sauber gemacht, oder besser gesagt die, die schmutzig waren. Und da habe ich mir gedacht, gar keinen Bock, und was mache ich sonst, wenn ich gar keinen Bock habe, etwas abzuwaschen oder sauber zu machen, dann schmeiße ich es einfach in die Geschirrspülmaschine. Da habe ich mir gedacht, das hat safe jemand schon mal mit einer Pfeife gemacht, auf YouTube geschaut, und da habe ich einfach nichts gefunden. Es gab Leute, die haben Töpfe reingemacht, das habe ich gesehen. Die Videos habe ich mir extra nicht angeschaut, um mich nicht spoilern zu lassen, aber ich denke, wenn da etwas kaputt gegangen wäre, hätten die Gone Wrong oder so in den Titel geschrieben. Zu Pfeifen habe ich gar nichts gefunden, außer ein paar Blog-Einträge, deswegen werden wir das heute probieren. Ich werde heute zwei Bowls und eine komplette Pfeife halt in die Geschirrspülmaschine machen und schauen, ob das sauber wird. Aber vorneweg ganz wichtig, macht das nicht nach. Es ist jede Bowl anders, manche halten es vielleicht nicht aus, manche haben Beschichtungen wie diese hier, die MVP, die das vielleicht nicht aushalten. Auch wenn es bei mir jetzt funktionieren sollte, macht das auf keinen Fall nach. Macht die Pfeifen lieber von Hand sauber, das ist sicherer. Mich nimmt es einfach wunder, was passiert. Und dann nehme ich jetzt das Risiko auf mich, dass etwas kaputt geht. Ich habe hier vier Dinge, die wir reinmachen werden. Einmal habe ich hier die Breeze Bowl komplett zugesaut. Also ihr seht es hier, ich kann das auch als Vorher-Nachher-Vergleich einblenden. Die habe ich wirklich extra lange stehen lassen jetzt und schön einsauen lassen, dass die schön dreckig ist. Ich denke, die wird auch einigermaßen gut funktionieren, weil sie nicht allzu groß und lang ist. Wenn es so verwinkelte Bowls hat, wird das wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren. Hier sehe ich eine Chance, dass das funktionieren könnte. Dann habe ich noch zwei Köpfe am Start, meinen allerersten Oblaco M. Der sieht auch richtig abgerotzt aus. Ich werde hier oben wahrscheinlich noch die Blätter rausnehmen, minimal vorspülen. Schadet ja nie, auch bei Geschirr, das man in die Abwaschmaschine macht, damit da alles passt. Dann habe ich hier einmal einen Hukachon 80 Feet, auch richtig abgeranzt und schmutzig und blutet und alles Mögliche. Den werde ich auch da reinpacken. Und zum Schauen, ob das mit den Edelstahlteilen geht und was mit so einer beschichteten Bowl hier passiert, habe ich mir noch die Aladdin MVP 360 rausgesucht. Weil hier ist sehr, sehr spannend, was mit der blauen Beschichtung darauf passiert. Auch die habe ich schön zusauen lassen, damit man hoffentlich einen Vorher-Nachher-Effekt sehen wird. Und bei den Edelstahlteilen sieht eigentlich alles noch einigermaßen sauber aus. Hier auf dem Tauchrohr haben wir einige Schmutzablagerungen außen. Aber ansonsten eigentlich alles sauber und da geht es vor allem um den Geruch. Weil die riecht jetzt halt immer noch ziemlich stark nach dem letzten Tabak, der geraucht wurde. Und da will ich schauen, ob das weggeht, der Geruch. Weil ich denke, bei den Edelstahlteilen sollte theoretisch überhaupt nichts passieren vom Kaputtgehen. Aber vielleicht wird es etwas sauberer. Auch hier den Teller. Die war auch schon öfters bei mir auf Outdoor-Shootings unterwegs und die hat wirklich schon einiges erlebt hier. Mal schauen, wie das nachher aussehen wird. Hier haben wir den Vorher-Nachher-Vergleich. Und nochmal ganz, ganz wichtig, habe ich vergessen zu sagen, packt niemals etwas aus Aluminium in die Spülmaschine. Das wird oxidieren, danach scheiße aussehen. Also einfach nochmal, macht es nicht nach. Ich mache das jetzt, dann könnt ihr schauen, was passiert, aber macht es bitte nicht nach. Aber ich würde sagen, wir gehen hoch in die Küche und schmeißen das ganze Zeug in die Spülmaschine und lassen es dann einfach mal laufen. So Freunde, wir sind jetzt hier bei der Spülmaschine angekommen. Wir haben ja ein paar Teller und so drin, aber nicht allzu viel. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal alles hier rein. Es wird wahrscheinlich auch ziemlich darauf ankommen, wie man das Ganze hier platziert. Je nachdem, wie sauber das wird. Aber ich nehme euch mal kurz etwas näher ran und dann zeige ich euch mal, wie ich das alles hier reinmachen werde. So, also ich würde sagen, zuerst einmal nehmen wir hier die Breeze Bowl, die ja extrem schmutzig ist. Und ich denke, die kann man eigentlich ziemlich easy so hier über die Dinger machen, am besten etwas weg von den Tellern. Ja, die hält so neu, ja. Ja. Ja, ich glaube, so ist wirklich das höchste der Gefühle. So wackelt es zwar noch etwas, aber ich hoffe, dass es trotzdem passen wird. Weil ja, es wird schon schief gehen so. Und dann nehmen wir gleich noch die MVP Bowl. Was ich auch noch bedacht hatte, was passieren könnte, ist, dass sich der Kleber bei der Bowl löst. Deswegen habe ich auch noch die MVP Bowl genommen und nicht nur die Breeze Bowl. Weil hier ist ja ein Kleber drauf vorne auf dem Gewinde. Und der kann sich natürlich auch noch lösen durch die Hitze. Das müssen wir dann auch anschauen. Und die kann ich vielleicht hier so einfädeln. Hm. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so halten wird. Es gibt auf jeden Fall auch Industriespülmaschinen, die extra für Shishas gemacht sind. Da passt das ganze Zeug besser rein. Aber hier ist es gerade etwas schwierig, dafür alles einen Platz zu finden, wo das Ganze nicht umfallen wird. Aber ich denke, so sollte das eigentlich einigermaßen funktionieren.
Ja, ich lasse die jetzt einfach mal so hier drauf. Das hält einigermaßen, aber ob das nicht wegfällt später, wirklich schwierig zu sagen. Dann können wir hier oben aufmachen und ich denke bei den Köpfen, die mache ich dann einfach irgendwie so hier drüber ins Pfannenloch rein, damit der da einigermaßen sauber wird. So, das passt doch perfekt hier rein. Einmal so und einmal so. Der Oblocker passt da nicht besser drauf, aber ich denke, so wird das auch funktionieren. Und dann kommen wir noch zu den restlichen Teilen hier. So, also die kleinen Anschlüsse und so mache ich einfach hoch hier oben rein. Und bei dem Zeug hätte ich eigentlich auch gerne, dass das nach unten zeigt, dass das vielleicht einigermaßen durchgespült wird. Geht das hier so? Ja, perfekt. Dann die Base können wir auch da oben einfach reinschmeißen. Ja. Und hier noch die Rauchsäule drauf und den Teller mache ich hier unten noch zu den Tellern rein. Und ja, ich würde sagen, jetzt ist alles hier drin. Dann stellen wir die Maschine mal ein. So, Freunde, und bei den Einstellungen würde ich sagen, nehmen wir einfach mal hier fein und fragil. Ich denke, das sollte die Gläser etwas schützen. Und weil das so über 2 Stunden dauert, mache ich hier drüben noch kurz und Turbo rein. Ich denke, das sollte dann etwas besser laufen. Und dann sehen wir hier schon, dass das in 1 Stunde 14 ready ist. Ich werde jetzt noch das Waschpulver reinmachen und starten. Und dann sehen wir uns gleich, wenn die Teile fertig sind und die Maschine fertig gelaufen ist. So, Freunde, die Maschine ist gerade fertig geworden und ich schaue jetzt einfach mal mit euch rein und wir nehmen das Ganze gleich nach unten, um das etwas genauer anzuschauen. Aber der erste Eindruck sieht schon mal schön aus. Aber ich würde sagen, ich nehme euch gleich mal kurz mit nach unten. Da sieht man es etwas besser. Da können wir das etwas genauer betrachten. Aber ja, wir schauen es uns unten gleich nochmal an. So, Freunde, das Ganze ist jetzt wieder aus der Waschmaschine, Spülmaschine draußen. Ich habe jetzt alles nochmal kurz abgetrocknet und ich denke, wir gehen mal alles durch. Und bevor ich da durchgehe, würde ich mich natürlich noch extrem über ein Abo, einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen, wenn euch das Video hier gefällt. Ich freue mich über jeden Support. Und jetzt schauen wir uns das Ganze wirklich an. Hier noch etwas Eigenwerbung an dieser Stelle. Ich denke, wir fangen mal an mit den Köpfen. Also hier nochmal der Vorher-Nachher-Vergleich. Er ist auf jeden Fall sauberer als vorher, aber hat immer noch einige Stellen, die hier am Start sind. Also mit Stahlwolle würde ich das wahrscheinlich etwas sauberer hinkriegen. Aber er riecht eigentlich null nach dem Tabak, der vorhin drin war. Also der ist ziemlich geruchsneutral. Das ist auf jeden Fall gut, aber ich weiß natürlich nicht, wie gut das Ganze hier der Lasur tut. Ich habe hier eine genommen, die sowieso schon sehr viele Risse drin hatte. Wenn wir hier den Oblaco anschauen, auch hier sieht er definitiv besser aus als vorhin. Aber auch hier einige Schmutzstellen sind immer noch drin und die Lasur sieht eigentlich immer noch komplett intakt aus, also da sieht mir nichts kaputt aus oder so, dass es irgendwas kaputt gemacht hat. Ich habe auch das Gefühl, unten ist er etwas sauberer, als er vorhin war, aber ob das genauso ist, kann ich schwierig sagen. Also es funktioniert auf jeden Fall, die Köpfe reinzumachen, ob man das machen muss, ja, ist jetzt eben selber überlassen. Aber schauen wir uns mal die Bowls an, viel, viel interessanter. Sie sind auf jeden Fall noch beide ganz. Aber wenn wir jetzt hier mal die Mose Bowl anschauen, sehen wir, dass vor allem der hartnäckige Kalch hier immer noch am Start ist, weil da halt die Waschmaschine nicht mit wirklich Zug rankommt. Unten sieht es wieder sehr schön aus. Man sieht halt hier genau an dieser Stelle in der Krümmung drin, kommt der Strahl nicht rein, wenn er von unten hochspritzt. Überall, wo er rankommt, ist es sehr, sehr sauber. Aber halt an der entscheidenden Stelle hier ist es nicht wirklich viel sauberer. Und bei größeren und komplexeren Bowls wird das wahrscheinlich noch schlechter funktionieren. Aber der Schmutz sieht sehr gut eingeweicht aus. Also der würde wahrscheinlich schnell weggehen, wenn man das jetzt putzen würde. Aber ja, auch hier wahrscheinlich von Hand mit etwas Cookie-Dent oder so schneller und besser gereinigt. Was mich sehr überzeugt hat, sind die Edelstahlteile. Ich kann euch das ja nochmal zeigen hier, vor allem das Tauchrohr auch. Das habe ich ja vorhin gezeigt, das sieht jetzt wirklich extrem schön aus. Und allgemein die Edelstahlteile sehen eigentlich alle aus wie neu jetzt. Also das hat definitiv etwas gebracht hier bei den Edelstahlteilen. Auch wenn wir den Teller anschauen, ist er nicht komplett sauber, aber definitiv um einiges sauberer als er vorhin war. Also da ist auf jeden Fall etwas passiert, das hat sicher nicht geschadet. Und auch hier die Bowl, die Lackierung oder der Farbeffekt hier, der Shiny-Effekt ist noch drauf. Ich habe aber
eine kleine Unregelmäßigkeit gefunden. Ich muss gerade kurz schauen, wo die ist. Hier, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann. Hier, wo mein Finger ist, ist jetzt so ein runder Fleck. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob der vorhin schon drauf war oder ob der jetzt neu gekommen ist. Sieht mir irgendwie merkwürdig aus, als ob da irgendwas Rundes rangekommen ist. Aber ich kann wirklich nicht sagen, ob das vorhin schon war oder nicht. Aber an sich ist sie auch etwas sauberer. Aber auch hier in dem Bereich, wo der ganze Schmodder hängt von der Molasse und so, hat sich nicht viel getan. Also das Resultat ist einigermaßen ernüchternd. Ich würde sagen, man kann höchstens Edelstahlteile gut in die Spülmaschine machen, dass man am Ende auch was davon hat. Ian schreibt auf ihrer Website übrigens auch, dass man die Edelstahlteile in die Spülmaschine machen kann. Aber jetzt Glas oder Köpfe oder so würde ich jetzt persönlich nicht machen, weil die Gefahr, dass etwas kaputt geht oder dass, wie gesagt, irgendwie so eine Beschichtung oder so abgeht, ist halt einfach größer als die Zeit, die man sich spart beim Putzen. Wenn ihr mal ein Video sehen wollt, wie ich meine Bowls sauber mache, das geht eigentlich ziemlich fix, kann ich das sehr, sehr gerne machen. Einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Aber dann würde ich sagen, dann war es auch schon für heute mit einem kleinen Spülmaschinentest hier. Wie vorhin gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und einen Kommentar, würde mich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, dann war es auch schon für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns schon sehr, sehr bald im nächsten Video wieder. Haut rein. Tschüssi.